Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA-Video. Und heute habe ich für euch was ganz Besonderes am Start, denn heute zeige ich euch 5 Glitches, 5 Coins-Glitches, die es in FIFA bereits gab. Allerdings ist unter diesen 5 Glitches oder Hacks, wie man es auch nennen will, einer dabei, der nie so da gewesen ist. Den habe ich mir gerade ausgedacht. Mal schauen, ob ihr ihn herausfindet. Wenn ihr ihn herausfindet, schreibt ihn auf jeden Fall in die Kommentare rein. Also schreibt einfach das Thema bzw. den Glitch in die Kommentare rein, falls ihr euch sicher seid, dass dieser eben der gefakte ist. Die anderen 4 sind zu 100% in einem FIFA-Teil mal vorhanden gewesen und haben auch zu 100% wirklich funktioniert. Das kann ich euch versichern. Also mal schauen, wie viele Leute von euch den Glitch herausfinden werden, der jetzt eben gefaked ist. Und lasst auf jeden Fall jetzt gerne noch einen Daumen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen und natürlich auch unterstützen, falls ihr solche Arten von Videos feiert. Okay, dann beginnen wir jetzt direkt mit dem ersten Glitch und das ist ein Verdoppelungsglitch, den es in FIFA 18 gab. Es gab die Möglichkeit, Spieler zu verdoppeln und diese verdoppelten Duplikate dann eben wirklich auch zu verkaufen. Das ist wirklich krank gewesen. Dadurch konnte man seine Coins natürlich sehr, sehr schnell vervielfachen. Das Ganze war aber sehr, sehr, sehr schnell wieder rausgepatcht und es ging auch nicht immer. Es war ein sehr instabiler Glitch, aber er hat auf jeden Fall funktioniert und er hat auch bei mir einmal funktioniert mit einem günstigen Spieler. Ich glaube, Henderson war es und damit habe ich auf jeden Fall mal meine Coins verdoppelt. Also der ging auf jeden Fall wirklich. Leider wurde er sehr, sehr schnell wieder aus dem Spiel entfernt, aber das war auf jeden Fall der Verdopplungsglitch in FIFA 18. Der nächste Glitch stammt aus FIFA 17 und da gab es bei den Packs unten drunter so eine Linie, welche einem angeblich angezeigt hat, ob das Pack gut sein wird oder eben nicht. Ob jetzt die Farbe grün, gelb oder rot besser ist, das hat man irgendwie bis zum Ende nicht wirklich rausgefunden. Angeblich war es immer so, dass die Farbe blau, also so ein grelles Neonblau, dass das eben das Beste ist und dass da dann gute Spieler herauskommen. Ob es Zufall war, dass du aus so einem Pack dann was Gutes gezogen hast, das kann man natürlich nur vermuten. Aber angeblich waren die blauen Packs, also diese ja, ziemlich dunklen und blauen Packs, die besten Packs und aus denen hat man das Beste gezogen. Diese Linie wurde dann auch sehr schnell wieder aus dem Spiel entfernt, denn EA wollte wirklich nicht, dass man diese Linie sieht und die hat auf jeden Fall irgendwas ausgesagt, denn das war sozusagen ein Blick hinter die Kulissen und da hat man auf jeden Fall sehen können, ob das Pack gut wird oder eben nicht. Wir machen weiter mit dem Gratis-Packs-Glitch im WM-Modus 2018. Das Ganze habt ihr auch auf meinem Kanal schon gesehen. Link dazu ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung und somit wisst ihr auch, dass dieser Glitch auf jeden Fall nicht der gefakte Glitch ist. Mal schauen, ob ihr es vielleicht schon herausgefunden habt. Aber auf jeden Fall kann man da eben Gratis-Packs bekommen, indem man einfach den MTU-Wert in den Systemeinstellungen ändert auf 1000, nicht 1500, sondern eben 1000 und dann bekommst du nach jedem Spiel ein Gratis-Pack, musst das Spiel gar nicht spielen und kannst dadurch natürlich unfassbar viele Spieler in deinen Verein bringen und somit halt auch viele SBCs machen und so und das ist natürlich sehr, sehr von Vorteil und dadurch kannst du dir halt eine mega, mega geile Mannschaft aufbauen. Die Gefahr, dass man da gebannt wird, besteht natürlich, deswegen würde ich euch sowieso immer empfehlen, Glitches eigentlich nur auf dem zweiten Account zu machen, wenn die Glitches sehr safe sind, dann vielleicht auch auf dem Hauptaccount, aber ich mache das Ganze eher meistens auf meinem zweiten Account. Also den WM-Modus-Glitch gab es auf jeden Fall und der war wirklich sehr hilfreich und sehr, sehr gut, vor allem für Leute, die eben keine Points oder echtes Geld eben für FIFA ausgeben wollen. So, weiter geht's jetzt mit dem Foot-Draft-Glitch und zwar hast du bei diesem Glitch jedes einzelne Foot-Draft im Endeffekt gewonnen, denn wenn du hinten gelegen bist, dann hast du disconnected und hast das Spiel wiederholen können. So lange eben, bis du diese Runde gewinnst und dann bist du also irgendwann dann im Finale und irgendwann gewinnst du das Ganze und bekommst dann eben gute Rewards und dadurch auch viele, viele Münzen. Bei diesem Glitch musste man auch, wenn man eben zum Beispiel 1:0 hinten liegt und weiß, okay, man gewinnt das Ganze nicht mehr, dann musste man auf die Einstellungen gehen und dort auf den NAT-Typ drücken bzw. diesen eben testen und dadurch kam ein Disconnect zustande und EA hat eben nicht gewusst, woher dieser kam und hat dir deswegen eben die Niederlage nicht gegeben, sondern du darfst das Spiel dann eben nochmal machen. Ja, den gab es in FIFA 17, den gab es in FIFA 18, ich glaube auch in FIFA 16. Also der ist sowieso irgendwie allseits gegenwärtig, dieser Foot Draft Glitch. Und der funktioniert teilweise wirklich immer noch im WM-Modus eben jetzt auch, glaube ich sogar wirklich immer noch, wenn er noch nicht gepatcht wurde. Ja, sowas muss EA auf jeden Fall fixen, vor allem für FIFA 19. Das darf einfach nicht sein, denn sonst ja, ist das Ganze schon ein bisschen unfair, wobei es auch irgendwo wieder cool ist, weil du dann eben kein echtes Geld ausgeben musst für das Spiel. Okay, dann sind wir jetzt auch schon beim letzten Glitch angelangt und das ist der Squad Battles Glitch. Und hierbei musste man den MTU-Wert von 1500 auf 1000 herunterschrauben, eben genauso wie beim Pack Glitch auch
schon. Und dadurch hast du dann viel, viel mehr Münzen bekommen. Ich glaube, es waren 2,5 bis dreifache Coins, die du da dann bekommen hast aus den Squad Battles. Also bei diesem Glitch wurdest du auch nicht gekickt, so wie das beim WM-Modus Glitch war, sondern du musstest das Spiel schon ganz normal machen, weil das Ganze eben ein Offline-Modus ist und deswegen braucht man den MTU-Typ irgendwie gar nicht, aber im Endeffekt dann schon anscheinend für die Münzen. Keine Ahnung, was sich EA dabei gedacht hat. Aber Tatsache ist, dass man aus diesem Glitch viel, viel mehr Münzen rausbekommen hat, aber mittlerweile ist der auch schon gepatcht und ich bin gespannt, wann der WM-Modus Glitch auch gepatcht wird. Ja Leute, das waren jetzt auch schon die 5 Glitches, die ich euch heute zeigen möchte. Habt ihr herausgefunden, welcher dieser 5 Glitches gefaked ist, welchen ich mir jetzt einfallen lassen habe? Falls ihr es herausgefunden habt, dann schreibt das jetzt in die Kommentare. Ich bin echt sehr gespannt, wie viele Leute da Detektive unter euch sind. Okay, damit war es das jetzt auch schon wieder mit dem Video. Lasst gerne noch ein Like da, lasst gerne ein Abo da und aktiviert unbedingt die Glocke. Falls ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt, checkt gerne auch noch die Links in der Beschreibung ab, zum Beispiel zu meinem Merchandise. Hi, Hopes Merch ist auf jeden Fall am Start. Und damit war es das mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, habt immer Hi Hopes. Bis dann. Und ciao.